So, da sind wir wieder zurück. Und jetzt geht's um die Wurst, der TV Total Blind Kick. Elton gegen mich, St. Pauli gegen den 1. FC Köln. Und wir begrüßen den Schiedsrichter Oliver Aust und die Teams von St. Pauli und dem 1. FC Köln. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, und jetzt bitte erheben Sie sich für die Hymnen. Hallo. Leute, St. Pauli gegen den 1. FC Köln. Ja? Die Hymne von St. Pauli. So, und jetzt die 1. FC Köln-Hymne, bitte. Dann kann es losgehen, oder? Genau, richtig. Wir gehen nach oben. Ja. Sie kennen das Spiel ja, oder? Die Spieler, die sehen nichts und hören auch nur entweder mich oder Elton. Also meine Spieler hören nur mich auf den Kopfhörern und die Spieler von Elton hören nur... Bitte? Du weißt, um was es heute geht, ne? Ja. Nicht nur um die Ehre, sondern auch... Ja. So. Die Spieler hören also entweder... Mich oder Elternspieler hören natürlich ihn. Und die müssen natürlich das sagen, was wir machen, weil die sehen ja nichts. Sonst finden sie den Ball nicht. Alles klar. Torwart, hörst du mich? Spieler, hörst du mich? So, alles klar. Hört mich auch, Torwart und Spieler. Jawohl, alles super. Spieler direkt zwei Schritte vor mit rechts schießen. Hallo, ihr seid bereit? Du musst noch zurück, wieder zurück. Wenn ich sage, jetzt direkt zwei Schritte vor und dann mit dem rechten. Ist das alles gerecht jetzt so? Das passt alles. Sehr schön. Legen wir los? Jo. Jetzt. Schiri vor, Schieber vor und schieß links schießen. Jawohl. So, okay. Spieler zurück, Köln hat Anstoß, ne? Wieder mit dir stellen. Moment, rechts. Moment, Torwart ein bisschen rechts, Torwart ein bisschen rechts. Spieler ein bisschen links, Spieler ein bisschen... Stopp! Komm doch vor, zum Ball. Ja, ja, okay. Stoppspieler wieder rechts. Der Ball schießt eigentlich links oder mit rechts besser? Mit rechts, okay. Da war es ein kleiner Schritt nach links. Ein kleiner Schritt nach rechts wieder, ganz klein. Kleiner Stopp, schau. Jetzt ist der Ball genau vor deinem rechten Fuß. Dürfen wir eigentlich jetzt schon angreifen? Wir aus. Ah, Hand! Torwart, hinlegen, hinlegen, links, 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 rechten. Und schießen, vor dir. Torwart, rechter Arm runter. Jawohl, nochmal. Spieler nach links, Spieler nach links. Und dann noch weiter und rechts schießen. Links, 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 links. Ja! Torwart aufstehen. Das gibt's doch nicht. Er war doch schon geschlagen. Spieler wieder nach rechts, Spieler. Achso, Herr Aust macht das schon. Ich bin ja wieder rechts, Spieler rechts. Spieler, du musst ein Stück nach rechts, nach links, Entschuldigung, nach links. Okay, stopp. Der Ball links vor deinem rechten Fuß. Volle Möhre abziehen. mehr rechts. Und jetzt, jetzt schieß mal mit links geradeaus, nach vorne. Ja, so. Nochmal. Nein, rechts, Spieler, 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 rechts, schießen. Achtung, no, jawohl, getunnelt, rechts, Spieler, vor, Spieler, vor, mit links, nach vorne schießen. Okay, nein, Schlummer, hinlegen, Ball fangen. Okay, legen die einfach schon nach links, Spieler, rechts, Spieler, rechts, links, 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 schießen mit rechts, schießen. Nochmal links, links. Oh, Torwart vor! Links, 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 links,
Vor, das sind ja nur so Bandenmöhren von dir. Ich glaube, das nicht mehr. Spielt der Utscha bei dir, ne? Fuß. Oh, ey, spiel er links! Jawohl! Oh, hör auf! Was ist das denn? Deine Aufgabe. Pass auf, in der Mitte. Rechts, 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 rechts. Stopp. Was denn? Oh! Er ist aus? Hallo. Ja. Sehr gut, Jungs. Gib mir ein H! Gib mir ein U! Gib mir ein, ich weiß nicht, M! Und zum Schluss wird's dann, wir singen Humma, 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 Tete! Ja, trotzdem, ihr könnt nichts dafür, das war ein Glückstreffer vom Elton. Dankeschön, naja, schönes Spiel. Okay. Alles klar, schönes dann wollen wir mal hoffen, dass es nicht so ausgeht am Freitag. Aber meist hat das Orakel ja recht behalten. Ja. Ja, gut, da hilft nur noch beten. So, was haben wir denn morgen zu Gast? Wer ist denn morgen bei uns? Ah, der Vegan-Star-Koch Attila. Elton, das ist was für dich, oder? Attila ist ein Veganer. Ja. Das war's für heute. Jetzt kommt Two and a Half Men. Vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut. Tschüss. Menschen sind morgens ehrlicher als abends. Habe ich Ihnen schon gesagt? Dass sie das schönste Publikum sind, was wir jemals hatten. Ah, es ist wirklich so. Menschen sind morgens ehrlicher als abends. Es gibt doch nichts Ehrlicheres als die Morgenlatte, oder?